sind wir wieder am Wall, ne? Und mal sehen, was jetzt passieren wird. Walner, endlich bist du wieder auf. Aisha, beruhige dich. Alles ist gut. Nein, nichts ist gut. Aisha ist tot. Ich muss sofort los und ihren Mörder suchen. Ganz ruhig, Walner. Wir haben dich vor dem großen Berg gefunden. Du warst bewusstlos. Wahrscheinlich bist du hinuntergestürzt. Du solltest froh sein, dass du noch am Leben bist. Aber das Blut, überall Blut. Tut mir leid, Walner, wir haben kein Blut gesehen. Der Regen muss das Blut weggespült haben. Ruhig, Walner, ruhig. Du brauchst etwas Ruhe. Habt ihr Aishas Leiche gefunden? Nein, nur dich. Du lagst bewusstlos am Rande des Berges. Aisha wurde ermordet. Das war sicher nur ein Trauma, verursacht durch den Sturz. Ich gebe dir noch ein Schmerzmittel. Ich brauche kein Schmerzmittel, ich will zu Aisha. Wenn ich es recht bedenke, wundert es mich schon etwas, dass sie bisher noch nicht hier war. Sie ist tot, verdammt nochmal. Verstehst du es denn nicht? Walner, wenn das stimmt, was du da behauptest, dann solltest du vielleicht besser sofort auf die Suche nach ihr gehen. Eventuell hat doch einer der Stadtbewohner etwas Ungewöhnliches bemerkt. Ich muss sofort los und ihre Leiche und ihren Mörder suchen. Danke, dass du dich um mich gekümmert hast, aber ich muss schnell los. Geh schnell. Doch pass auf dich auf. So. Verdammt, wie konnte das alles nur passieren? Und dann noch dieses dumme Wetter. Und meine elenden Kopfschmerzen. Womit habe ich das nur verdient? Irgendwie fühle ich mich beobachtet. Warum ist niemand auf den Straßen? Ich sollte mal die Leute fragen, ob sie etwas gesehen haben, was mir helfen könnte. Nächster Schritt jetzt. Oh, guck mal, der da läuft. Aska. Und wir sehen ihn nicht, aber wir können auch nicht mit ihm durchgehen. Okay, also als nächstes schon mal. Doch, wir sind auf den Planner gefahren. Fangen wir mal an. Hallo Marie. Du hast nicht zufällig letzte Nacht irgendwas Auffälliges gesehen, oder? Tut mir leid, Walner. Bei dem starken Regen gestern bin ich. Gestern Nacht bin ich im Bett gewesen. Danke. Walner, schön, dass du uns besuchst. Oh, danke. Ich habe furchtbare Nachrichten. Aisha ist ermordet worden. Oh Gott. Wir müssen doch was getan haben. Das versuche ich herauszufinden. Hast du vielleicht letzte Nacht etwas Ungewöhnliches gemerkt? Walner, so leid es mir tut. Aber ich kann dir nicht helfen. Schön. Trotzdem danke. Ich bete, dass du uns schuld bist. Das suche ich an. Hallo, junge Dame. Hallo. Du hast nicht so viel letzte Nacht jemand auf dem Leben gesehen, oder? Doch, hab ich. Du hast? Wen und wo? Papa. Er hat sich letzte Nacht wieder in der Küche vollgestopft. Mama darf davon nichts merken, wenn sie will, dass Papa wieder dünn wird. Schon. Ja. Die unendliche Wahrheit von Kindern. So. Jetzt hier frei. Wir fahren uns dort mal durch. Hallo Walner, was gibt es denn? Ich bin auf der Suche nach einem Mörder. Einem Mörder? Nein, wer ist denn ermordet worden? Aisha. Oh Walner, das tut mir so lange. So zufällig etwas Ungewöhnliches bemerkt letzte Nacht. Es tut mir leid, Mama. Aber frag doch einmal die Gäste im ersten Stock. Hallo. Ich bin auf der Suche nach einem Mörder. Du hast nicht zufällig jemand auf Verlegen gesehen? Rote Augen, schwarzer Mantel. Rote Augen, schwarzer Mantel. Der wie eine Figur aus einer Gruselgeschichte. Damit liegst du bestimmt näher, als du glaubst. Tut mir leid, ich kann dir nicht weiterhelfen. Trotzdem danke. Hallo. Entschuldige, ich muss jetzt schlafen gehen. Dieses dumme Gewitter letzte Nacht hat mich die ganze Zeit wach gehalten. Hallo, hast du zufällig irgendetwas bemerkt letzte Nacht? Tut mir leid,
hoffe, ich habe tief und fest geschlafen. Okay, danke. Die eine konnte nicht schlafen, fing den Gewitter, und die andere schlief wie ein Stein. Hallo, Werner, wie kann ich dir helfen? Indem du mir sagst, ob du letzte Nacht jemanden rumschleichen sehen hast. Tut mir leid, ich habe tief und fest geschlafen. Trotzdem danke. Keine Ursache. Hallo, Werner, was kann ich für dich tun? Du musst mir sagen, ob du in letzter Zeit und speziell letzte Nacht jemanden fremden oder ungewöhnlichen gesehen hast. Tut mir wirklich leid, aber ich habe niemanden ungewöhnlichen gesehen. Trotzdem danke. Hallo, Werner, was kann ich für dich tun? Du hast nicht zufällig irgendwas Unnormales bemerkt letzte Nacht. Doch, doch. Dieses Gewitter auf der Nacht war doch wirklich sehr unnormal, findest du nicht? Schon. Ah, bisher keine Stichhaltung mehr gesehen. Hallo, Beine. Du bist ja ganz zittrig. Aisha wurde ermordet. Das ist ja furchtbar. Hat man den Schuldigen schon gefasst? Nein. Leider. Woran? Es tut mir so leid für dich. Wann ist es denn passiert? Gestern Nacht. Ein Wahnsinniger hat sie abgeschlachtet. Hast du ihn gesehen? Ich war dabei, als er sie ermordet hat. Doch ich konnte nichts tun. Es ist so schrecklich. Aisha, sie war immer so unscheinbar. Ich werde nicht eher ruhen, bis ich sie gerecht habe. Ich hoffe, du findest den Schuldigen. Danke für deine Hilfe. Hallo, Werner. Hey, du siehst irgendwie mitgenommen aus. Aisha wurde ermordet. Und ich habe immer noch keine Spur von Mörder. Aisha ist tot? Es tut mir so leid für dich. Und der Mörder läuft immer noch frei rum? Leider ja. Bei den Wegen gestern habe ich leider nichts mitbekommen, was draußen so passiert ist. Aber vielleicht hat ja jemand anderes etwas bemerkt. Es sieht schlecht aus. Bisher hatte ich noch kein Glück. Gib nicht auf, mein Freund. Wir werden ihn finden und ihn hinrichten. Das hoffe ich. So, das ist unser Haus da oben. Beine, sich doch zu uns an den Tisch. Entschuldige, ich bin auf der Suche nach jemandem. Wen suchst du denn? Wenn ich das nur wüsste. Du hast niemanden fremden gesehen, oder? Nein, tut mir leid. In letzter Zeit kommen nicht viele Leute nach Klemmer. Deswegen bin ich ja so erstaunt, dass niemand die Person gesehen hat, die ich suche. Naja, du wirst sie schon finden. Johann, willst du mit uns essen? Danke für das Angebot. Ich muss etwas sehr Wichtiges erledigen. Und dann ein andermal. Du hast in letzter Zeit nicht zufällig ein neues Gesicht gesehen, oder? Nein, tut mir leid. Schon gut, ist nur weit. Setzen wir gerade ein. Wir gehen dann das nächste Mal in unser Haus. Oder auch nicht. Schade. Ach, das hätte ich vorher holen müssen. Bevor ich noch... Okay, da kommt die Kopf. So. Ja, was gibt es denn? Ich wollte mal fragen, ob Sie vielleicht etwas Besonderes bemerkt haben gestern Nacht. Tut mir wirklich leid, aber ich habe nichts Ungewöhnliches gesehen. Trotzdem danke. Was wollen Sie? Haben Sie in letzter Zeit irgendetwas Ungewöhnliches bemerkt? Ja, Sie sind in mein Haus gekommen. Ich gehe schon. Verdammt. Ich habe nun jeden befragt und niemand konnte mir helfen. Wie konnte das alles nur passieren? Wie nur? Aisha, ich habe versagt. Versagt, wo man nur versagen kann. Ich konnte dich nicht beschützen. Ich habe dich geliebt. Und ich nur so selten beweisen. Ich wollte für ewig mit dir zusammen sein.
für ewig. Und nun bist du tot. Nur weil ich dich nicht beschützt habe. Verstehe das nicht. Wieso nur? Wieso hat man dich getötet? Wieso hat man dich nur lahmgelegt? Wenn ich doch bloß eine Antwort hätte. Ich werde gerne mehr dafür bezahlen. Wenn mir keiner helfen kann oder will, dann helfe ich mir eben selber. Vielleicht finde ich auf dem Berg noch einen Anhaltspunkt. Okay, alles klar. Ich hätte das, da sind Schwert und Rüstung von uns. Und ich hätte das holen müssen, bevor ich überhaupt das allererste Mal aus dem Haus rausgehe. Ja, gut, ist nicht weiter tragisch. Ändert jetzt nicht großartig was am Spiel oder so. Nur ein paar Textzeilen werden sich ändern. Bestimmt hier nicht. Ganz recht. Wer hat da gesprochen? Ich. Du darfst mich lassen. Ich bin nicht hier, um mit dir zu reden. Du bist mit Rücken und Freundin beleidigt, beteiligt. Oh ja, natürlich. Freundin. Scheiße, also was haben wir zu tun? Lügen musst du noch lernen. Du hast nicht mal ein Schwert bei dir. Das meine ich übrigens. Jetzt hätte es nämlich sonst, vorhin hätte Wallner schon mal sein Schwert gezogen. Und Asker würde jetzt ein kleines bisschen anders reagieren. Ein kleines bisschen. Sei still und führe mich zu Aisha. Halte dich an mir fest, meine Magie wird uns zu ihr bringen. Meine Freundin liegt in dieser Höhle. Aisha, worauf warten wir noch? Hier liegt meine Freundin begraben. Moment. Auf diesem Grabstein steht: Hier liegt Elaine Frimian. Ich werde dich immer lieben, auch über den Tod hinaus. Das ist nicht Aishas Grab. Lass mich mal sehen. Huh? Sowas aber auch. Das ist ja das Grab meiner Freundin. Deiner Freundin? Was hat das zu bedeuten? Du bist so naiv. Ich kenne deine Freundin nicht. Ich habe euch nur beobachtet. Ich habe nicht mal gewusst, dass sie tot ist, bis du es mir gesagt hattest. Du Schwein! Und dann habe ich dich angelogen, um dich hierher zu locken. Eigentlich wollte ich dich ja bewusstlos schlagen und dich dann hierher tragen. Aber dein Verlangen nach deiner Freundin hat es noch leichter gemacht für mich. Noch leichter für mich gemacht. Es ist also doch eine Falle. Doch.
Warum willst du mich hier haben? Weil ich meine Freundin wieder haben möchte. Deshalb. Ich habe einen Zauber gefunden, mit dem ich sie wiederbeleben kann. Was für ein Magier bist du, dass du solch eine Magie besitzt? Magier? Ich bin ein Vampir. Ein Vampir? Warum hast du sie denn nicht als Vampir wiedererweckt? Ich dachte, Vampire könnten das. Normalerweise schon. Aber meine Freundin wurde geköpft. Und eine geköpfte Leiche kann niemals als Vampir wieder auferstehen. Und was habe ich mit dieser Sache zu tun? Ich habe dir bereits gesagt, dass ich einen Zauber gefunden habe, mit dem ich sie trotzdem wiederbeleben kann. Und das nicht als ein schäbiges Skelett oder ein Zombie. Das hätte ich schon längst tun können. Doch ich will sie zurück. Und nicht als Skelett oder Zombie. Und mit diesem Zauber kann ich sie als einen Vampir der ersten Generation wiederbeleben. Ein Vampir? Ein Vampir der ersten Generation? Ja. Und dazu brauche ich dein Blut. Mein Blut? Wieso ausgerechnet mein Blut? Weil der Zauber das Blut eines Menschen erfordert, der bereits mit einem Vampir geschlafen hat. Aber ich habe nie mit einem Vampir... Oh nein. Ich habe ein Vampir, oder? Richtig. Sogar wie ich ein Vampir der zweiten Generation. Und sie hat die ganze Zeit deine Gedanken manipuliert. Wie schwächlich ein Mensch noch seid. Wie kann das so sein? Aisha, ein Vampir? Und jetzt werde ich dein Blut opfern, um meine Freundin Elaine wieder zurückzubekommen. Doch du hast Glück. Der Zauber verlangt nicht, dass ich dich töte. Ein paar Liter Blut reichen. Und da heute dein Glückstag ist, werde ich dich nicht töten. Stattdessen mache ich dich zu meinem Sklaven. Ich verstehe das alles nicht. Wie kann das sein? Oh, du wirst es schon verstehen, wenn dein Blut zäh und schleimig durch deine Adern fließt. Du wirst sehen, dass du nicht anders handeln wirst als ich. Niemals. Was du tun willst, ist Plasmonie der menschlichen Existenz. Ach, hör doch, wie lächerlich du klingst. Lass mich. Das war die Szene aus der ersten, aus der ersten Vision, die wir mit Warner gesehen haben. Was für ein Schwein, dieser Asker. Ja, seine Seele ist voller Zorn. Doch nun scheint es, als hätte er erreicht, was er wollte. Und vielleicht noch mehr, als er erhofft hatte. Sprich nicht so in Rätseln, Opa. Was passiert als nächstes? Nun... Balmer fiel in einen tranceähnlichen Zustand. Er träumte und hatte dabei unendliche Schmerzen.